bekommen. Und hier leichte Demütigung in Richtung Masterpiece. Ich meine, der ist mit sowas natürlich überhaupt nicht glücklich. Ja, das ist halt die Wahl des Outfits. Da reicht X mit einer Klosterlage, so ein schöner Dropkick. Masterpiece muss in die Seile. Oh, und hat sich da in den Seilen verhakt. Oh, hängt er so ein bisschen hilflos jetzt. Und ein krachender Schopf auf das Hemd. Oh, jetzt wird das Hemd hier geöffnet von X-Men. Will er ihnen nun doch wieder Vorteile verschaffen, indem er ihn auszieht? Nein! Ja, das ist natürlich eine sehr ungünstige Situation jetzt von Masterpiece. Der Ringrichter versucht hier auch so ein bisschen jetzt... Und da ist wieder Forward. Forward befreit jetzt Masterpiece. Gut, das ist natürlich, um die Fairness wiederherzustellen, absolut in Ordnung. Aber, oh, jetzt ist das Hemd komplett weg. Kick in den Magen. Ja, das Hemd ist zwar weg, aber die Krawatte hängt da trotzdem noch. Oh, schöne Aktion hier von X-Men. Und noch ein Kraftbeweis hier, nochmal schön Kniebeugen. Schöner gehaltener Vertical Suplex. Das raubt auf jeden Fall die Kraft. Schließlich ist es ja auch so, dass das Blut von Masterpiece ihm gerade zu Kopf gestiegen ist. Und das sorgt natürlich dafür, dass er ein wenig abgelenkt ist. Und wo wir gerade von Ablenkung sprechen, da ist wieder Forward, der X-Men gleich ablenkt. Ja, und vor allen Dingen auch ein exzellenter Kraftbeweis hier von X-Men. Also sowas dann auch nochmal zu machen. Nochmal 3, 4 Kniebeugen. Ja, aber Masterpiece kommt ja wieder gut in den Kampf zurück. Attackiert hier X-Men mit Fußtritten. Ja, jetzt gibt es auch noch Schläge in den Nacken. Und in die Ringecke. Da gibt es Schulterblocks gegen X-Men. Die rauben einem natürlich die Luft. X-Men auch schon leicht angeschlagen hier, so wie das aussieht. Masterpiece nimmt Anlauf. Oh. Back Elbow vom X-Men. Oh, schön reagiert hier von Masterpiece. Na, schön ist was anderes, wenn man in den Haaren sieht. Aber es ist trotzdem eine gute Reaktion gewesen. Da muss man ja ehrlich sein. Ja, das Publikum eindeutig hinter X-Men hier. Wobei ich sagen muss, der Kampf ist doch schon recht ausgeglichen. Also Masterpiece kann sehr gut mithalten. Das hätte ich jetzt nicht gedacht in dem Outfit, was ihn doch eher so ein bisschen behindert. Wo sind wir mal ehrlich, da treffen zwei der besten Wrestler der Mad Wrestling Association aufeinander. Der eine ist ein ehemaliger Champion und der andere wird sicherlich irgendwann in der Zukunft auch mal seine Chance auf den Titel erhalten. Wobei X-Men jetzt gerade natürlich einen krachenden Bodyslam einstecken musste und da ist ein Aufgabegriff von Masterpiece, aber X-Men kann sich mit Ellbogenschlägen befreien. Ja, und jetzt ein Fußtritt, ein Big Boot ins Gesicht, an den Kopf von X-Men. Der liegt leicht benommen am Boden. Jetzt kann er den Haltegriff durchziehen, so wie es aussieht, den Aufgabegriff. Kriegt er ihn jetzt angesetzt? Ah, X-Men versucht sich hier noch mit Schläge in den Magen zu befreien, schafft er auch. Aber nur kurzzeitig. Wieder ist Masterpiece da jetzt. Oh. Frontfall Power Slam vor die Ringecke und Masterpiece zeigt an, dass es jetzt das Ende geben soll. Genau, das soll jetzt wohl schon das Ende sein hier. Masterpiece im Vorteil. Oh, sehr gut reagiert hier von X-Men. Er zieht die Füße hoch, trifft damit voll auf das Kinn von Masterpiece. Oh, rate mal, wer da gerade eingreift. Na, wer wohl? Der Forward. Eingriff von Forward, deswegen jetzt wieder leichte Vorteile für Masterpiece. Er nimmt jetzt X-Men auf die Schultern. Der versucht hier zurückzukommen. Oh, schöner Uppercut von X-Men. Oh, sehr gut getroffen und hält die Mütze auf von Forward. Aber Masterpiece kommt zurück. Schöner Sideslam. Das sah sehr schmerzhaft aus. Sehr, sehr schmerzhaft. Und nochmal tritt er an dieselbe Stelle jetzt auf den Rücken. Ah, da kriegt Forward seine Mütze zurück. Jetzt kommt natürlich der Chinlock zum Einsatz. Der raubt einem die Kraft, geht auf den Nacken.
Alle Zuschauer unterstützen den X-Men und er kommt wieder auf die Beine. Elbows in den Magen von Masterpiece. X-Men befreit sich, nimmt Anlauf und rennt in den Back Elbow. Aber voll reingelaufen. Er hält sich hier auch die Nase. Das muss richtig wehgetan haben. Oh, unfaire Aktion hier von Masterpiece Marcellus. Der Ringrichter zählt ihn auch an. Forward. Oh, mit dem Leg Drop in den Nacken. Das hat der Ringrichter natürlich nicht gesehen, weil Masterpiece Marcellus ihn abgelenkt hat. Ja, unfaire Aktion hier von Forward. Was einen nun wirklich nicht wirklich überrascht jetzt hier. Aber das war nun wirklich eine sehr, sehr schmerzhafte Aktion hier für X-Man. Der ist auch benommen. Masterpiece jetzt mit Schlägen ins Gesicht. Und der Clothesline. Und wieder setzt er diesen Aufgabegriff an. X-Man versucht sich hier wieder zu befreien mit Kniestößen an den Rücken von Masterpiece. Gelingt ihm offensichtlich auch Dropkick in den Magen. Ja, sehr schön ausgeführt hier von Masterpiece. Na, X-Men schwinden doch langsam hier die Kräfte, also leichte Vorteile hier für Masterpiece. Na gut, das Cover, das war jetzt auch ein bisschen zu locker angesetzt. Wenn wir ehrlich sind, leichte Vorteile für das Duo Masterpiece, Marcellus und Forward. Snapmay jetzt von Masterpiece. Ja, Haltegriff hier von Masterpiece gegen X-Men. Das versucht ihr ja immer wieder, ist anscheinend auch eine gute Taktik hier, X-Men immer wieder die Luft zu rauben. Der versucht sich aber immer wieder zu befreien, aber es ist halt schwierig. Oh, jetzt mobilisiert er hier seine Kräfte. Aber auch nur kurzzeitig, denn Masterpiece Marcellus ist wieder da. Jetzt. Oh, X-Men reverselt hier den Whip-In. Oh, Konter von X-Men. Oh. Schön aufs Steißbein und eine Clothesline hinterher. Und jetzt und wieder der Aufgabegriff. Oh, jetzt zieht er den Haltegriff durch hier. Ah, sehr schön angesetzt, also das muss man lassen. Also der ist wirklich sehr gut angesetzt hier von Masterpiece. X-Men hat kaum Chancen, hier überhaupt was zu machen. Genau in der Mitte des Rings. Er kommt nicht ans Seil heran. Oh, das kann es schon sein, das kann es schon sein. Ja, Masterpiece erhöht nochmal den Druck, damit X-Men nun endlich aufgibt. Aber er will nicht aufgeben, der kämpft. Kämpft sich so ein bisschen dagegen an. Windet sich hin und her. Oh, und jetzt sehen wir es auch. Versucht jetzt in Richtung Seil zu kommen. Oh Mensch, also wenn, das muss er richtig wehtun. Also wenn man das so sieht. X-Men ist auch wirklich am Kämpfen. Also wenn der nicht langsam irgendwas macht, irgendwas tut, dann sehe ich schwarz. Aber er kommt ins Seil. Masterpiece muss den Aufgabegriff lösen. Und die Zuschauer feuern X-Men wieder an. Ja, sind voll auf X-Men Seite, wobei ich sagen muss, also wirklich Vorteile hier für Masterpiece, also der hat den Kampf doch ganz gut unter Kontrolle, auch wenn es nicht alles alleine gemacht ist. Oh, X-Men, schöner Backspinning Kick, schöner Back Elbow. Oh, Double Clothesline. Doppelte Clothesline, beide Männer liegen am Boden. Aber da ist X-Men sehr schön wieder in den Kampf zurückgekommen, hat nochmal alle Kräfte mobilisiert, hat nochmal schöne Schlagkombinationen ausgeteilt und dann hatten sie eben beide dieselbe Idee mit der Clothesline und das Ergebnis ist, liegen beide am Boden. Jetzt sind beide wieder auf den Beinen, Schlagabtausch der Kontrahenten. Ja, Uppercut hier von X-Men. Vorarm von Masterpiece. Double Shot von X-Men. Ja, das ist jetzt nur noch reiner, offener Schlagabtausch hier. Ohne Deckung, ohne Defensivverhalten. Einfach nur offensiver Schlagabtausch. X-Men lässt sich anfeuern, holt aus. Und nun haben wir hier leichte Vorteile für X-Men. Von Masterpiece kommt nichts mehr. Masterpiece mittlerweile schon auf den Knien. X-Men holt Anlauf. Oh, aber da ist Forward und hält ihn fest. Oh. Oh, das war natürlich jetzt eine Spinebuster. Unglückliche Aktion hier. Das Cover und ich dachte schon, das wäre es jetzt gewesen.
Also natürlich wieder unfairer Eingriff von Forward, aber das war natürlich auch ungeschickt hier von X-Men, sich darauf einzulassen. Forward hat ihn ans auf Seil runtergezogen, was natürlich enormen Druck auf den Hals und auf den Kehlkopf auslöst. Oh, und jetzt geht es erstmal wieder in die Ringecke. Masterpiece nimmt Anlauf. Oh, rennt aber schön in den Big Boot von X-Men. Oh, auch nicht schlecht gemacht. Also X-Men ist zwar... Was ist jetzt für eine Aktion vom obersten Seil? Oh, schöner Flying Forearm. Und das Cover. 1, 2. Oh, nur bis 2. Nur bis 2. Oh Mensch, ich hatte echt schon gedacht, das wäre es jetzt hier gewesen mit X-Men. Aber da kommt er super in den Kampf hier zurück mit einer grandiosen Aktion hier vom obersten Seil. Und jetzt will er das Match beenden. Oh, hebt Masterpiece auf die Schultern. Masterpiece zappelt, holt sie wieder sich raus. Oh, wenn man das linke Ohr sieht hier von X-Men, das scheint sich irgendwie verletzt zu haben. Oh, Big Boots. Da sollte sicherlich das Spiel kommen. Oh, Samoan Drop von Masterpiece Marcellus. Super Konter hier von Masterpiece. Und kommt gleich das Cover hinterher, gleich das Cover. Eins, zwei. Oh, da sehen wir es, das hat sich wirklich X-Men bei irgendeiner Aktion verletzt. Das kann natürlich auch sehr behindernd sein hier in dem Kampf. Es lenkt auf jeden Fall ab. Hoffentlich wird das jetzt nicht kampfentscheidend. Also das wäre natürlich sehr, sehr unglücklich, wenn das wirklich entscheidend sein kann für diesen Kampf. Weil diese sind doch beide sehr gleich stark, sehr ausgeglichen. Oh, der X-Men kontert, schickt ihn. Oh, schöner Double Knee Hit. Nimmt Anlauf, aber rennt in den Spear von Masterpiece Marcellus. Das ist das, was ich gerade sagte. Super ausgeglichen hier der Kampf. Und das Cover 2. Oh, und da kommt X-Men wieder raus. Also super ausgeglichen der Kampf. Da kommt wirklich eins zum anderen. Leichte Vorteile für Masterpiece. Kurz darauf wieder leichte Vorteile für X-Men. Das Ganze geht hin und her. Und genauso muss ein Kampf auch sein. Wir sehen zwei absolut gleichwertige Wrestler dort im Ring. Jetzt wieder ein Body Slam von Masterpiece Marcellus. Ja, und jetzt zeigt Masterpiece an. Er will aufs oberste Seil. Will den Kampf anscheinend beenden jetzt. Aber der ist auch schon ganz schön angeschlagen. Na, er pumpt auch ganz schön. Also das hat alles schon... Oha! Wunderschöner Kick von X-Men. Nimmt jetzt Masterpiece auf die Schulter. Death Rally Driver. Eins, zwei. Oh, war das drei? Das war... Na, der Schiedsrichter, der Ringrichter zeigt hier zwei an. Er zeigt zwei an. Den Gong habe ich auch noch nicht gehört. Markus Wright zeigt hier die zwei an. Forward hat ihn aus dem Ring gezogen. Aktion hier von Forward. Ja, und der Ringrichter erklärt hier, das war kein Three Count. Jetzt wird X-Men eingerollt hier von Masterpiece. Jetzt ist das bis drei und das ging ja richtig schnell. Masterpiece hatte die Füße noch auf dem Seil. Der Ringrichter. Ja, und jetzt haben wir es offiziell, der Gewinner Masterpiece Marcellus. Der Ringrichter konnte gar nicht so schnell sehen, dass Masterpiece hier noch die Füße auf dem Seil hatte. Absolute Konfusion natürlich in dieser Situation. Und Masterpiece Marcellus, so schlitzohrig wie er ist, hat er diese Situation einfach eiskalt ausgenutzt. Eigentlich hat er ja verloren, aber Forward hat X-Men aus dem Ring gerissen, dadurch kein Three Count vom Ringrichter. Und dann war X-Men so abgelenkt, dass Masterpiece ihn einrollen konnte, die Füße einfach mal ungeahndet vom Ringrichter auf das zweite Seil legte und damit gewinnt er den ersten Kampf am heutigen Abend. Ja, ich muss sagen, also eigentlich ein wirklich unwürdiges Ende für einen wirklich so ausgeglichenen und hochkarätigen Kampf. Da gebe ich dir absolut recht. Aber auf der anderen Seite haben wir wirklich was anderes erwartet hier von Masterpiece und vor allen Dingen vom Forward. Ich nicht und X-Men offensichtlich auch nicht. Ja, der ist auch schwer enttäuscht, hat wirklich einen super Kampf hier geliefert. Kriegt das auch vom Publikum honoriert. Wirklich sehr, sehr schade.
da geht in Zukunft auf jeden Fall noch einiges. Das hört man jetzt auch an den Zuschauerreaktionen. Ja, vor allen Dingen denke ich mal auch und hoffe auch, dass X-Men das jetzt nicht